Hi und herzlich willkommen zu meinem Bikini-Athlet Shoulders and Booty Workout. Das sind die beiden wichtigsten Muskelgruppen als Bikini-Athletin und ich dachte, hier im Urlaub bei dieser geilen Location nehme ich euch da jetzt mal mit durch mein Training, wie ich das Ganze mache, um meinen Po aufzubauen und die Schultern schön zu definieren. Und wir starten mit Übungen für die Beine und Po, weil das die große Muskelgruppe ist. Dazu nehmen wir uns zwei Kurzhanteln, einfach eine Matte und legen direkt los. Nehmen einmal die Hanteln und starten mit den Deadlifts. Hierbei ist es besonders wichtig, den Rücken gerade zu halten und den Po nach hinten rauszuschieben. Somit bekommt ihr richtig schön Spannung auf den hinteren Oberschenkel und den Po und spürt das Ganze nicht so sehr am unteren Rücken. Wir machen jeweils so um die 15 Wiederholungen und ich sage euch Bescheid, wenn es weitergeht mit der nächsten Übung. Andere vor unserer Brust und gehen jetzt diagonal im Wechsel mit den Beinen zur Seite. Schön aus der Ferse nach oben pushen. Wenn ihr das Ganze noch etwas schwieriger haben wollt, dann strecken wir jetzt die Arme nach vorne aus und trainieren somit dann auch die Schultermuskulatur direkt mit. Und zwar, wenn wir jetzt nach vorne pushen und nach vorne. Jede Seite ist noch 6-mal dran. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 und wir kommen einmal runter auf die Matte. Nehmen unsere Kurzhantel auf die Hüfte und machen Beckenheben bzw. Hip Thrust. Schön nach oben pushen. Den Po in der obersten Position anspannen. Leute, wir haben hier 35 Grad. Ich bin komplett am Limit, wenn ich das schaffe. Dann schafft ihr das zu Hause auch. Es ist so heiß. Schön den Po anspannen. In der obersten Position. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wir halten oben, haltet so lange oben, bis ich Stopp sage, nicht absenken mit der Hüfte, schön in der oberen Position bleiben und atmen. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir kommen nach oben, gehen in die Sumo-Squat-Position, das heißt die Füße stehen sehr breit, die Zehenspitzen zeigen nach außen, so geht das Ganze mehr auf dem Po und jetzt gehen wir nach
unten, aus den Fersen nach oben, spann den Po schön an. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die ersten 10 sind geschafft. Danach sind wir fertig mit den Beinen, beziehungsweise mit der ersten Runde. Beine Po. Und es geht weiter mit den Schultern. Noch 1. Die letzte Wiederholung. Yes. Wir nehmen beide Kurzhanteln und starten mit dem Schulterdrücken. Einmal die Arme neben eure Ohren über dem Kopf nach oben pushen. Und pushen. Sechs. Acht. Neun. Zehn. Nur noch 5 Wiederholungen. 11. 12. 13. 14. 15. Okay. Einmal kurz die Arme nach unten. Wir machen weiter mit dem Schulterheben. Aufrechtes Ruder. Ellenbogen wie eine Marionette nach oben ziehen. Aus den Ellenbogen. 2, 3, 4, 5, 6. Wir beugen uns ganz weit nach vorne, um die hintere Schulter zu treffen und heben zur Seite. Die Seitheben ganz weit nach vorne gebeugt. 15 Mal. Wir trinken ganz kurz einen Schluck. Wow, das ist echt krass. Richtig, richtig gut. Das Ganze kommt jetzt nochmal. Und danach machen wir noch ein richtig schönes Cooldown, Stretching. Und wir sind dann. Ganz kurze Pause noch, bevor wir wieder mit dem Kreuzheben starten. Das muss reichen. Let's move on. Nehmt euch die Kurzhanteln. Ich zeige es euch wieder von der Seite. Wir schieben den Po nach hinten. 1. 13,
14, 15 und wir legen eine Hantel ab. Machen jetzt direkt die Aufwärtsschritte mit dem Push nach vorne für die Schultern, wenn ihr es schafft. Let's go! Zwei, drei, vier. Die ersten fünf, sechs, sieben. Acht, die Hälfte ist geschafft. Acht, neun, haltet durch. Neun, zehn, elf, oh mein Gott, meine Arme fallen gleich ab. Elf, könnt ihr es auch schaffen? Zwölf, immer weiter nach vorne pushen. Zwölf, 13, 14, letzter, 15, und wir kommen auf den Boden und machen Hip Thrust, das tut gut, jetzt zu liegen, wow, und wir pushen den Po nach oben, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, achtet auf eure Atmung, die ersten 10 sind geschafft, 11, 12, 13, 14 und wir halten oben, 15, halten, schön den Po nach oben pushen, boah, ihr glaubt nicht, wie warm dieser Boden ist, so wirklich wie so eine richtige Heizung, wow, ich freue mich so sehr auf eine kalte Dusche gleich, aber erstmal ziehen wir dieses Workout durch, wir haben schon über die Hälfte geschafft. Wir halten noch 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Geschafft. Aufrichten. In die Squat-Position. Die letzte Übung für die Beine. Ihr wisst Bescheid. Deep Squat. Fußspitzen zeigen nach außen. Ihr geht tiefer als 90 Grad. 1, 2, hohe Anspannung. 3, 4, 5, 6. Oh, es kommt kalter Wind hier hin. Geil. 7. 8. 9, 10, nur noch 5 Wiederholungen, 11, 12, 13, 14, 15, yes, wir nehmen beide Kurzhanteln, nur noch die Schultern sind dran, easy. Kleine Muskelgruppe. Let's go mit Schulterdrücken. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10,
11, 12, 13, noch 2, 14, 15, ganz kurz absetzen. Okay Leute, ich muss mal jetzt kurz einen Schluck trinken. Wenn ich das muss, dann dürft ihr das auch. Und weiter geht's dann gleich mit dem aufrechten Ruder. Wow, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so geschwitzt habe. Echt nicht. Das ist krass. Das ist Next Level, Leute. Kurzhanteln. Aufrecht rudern. Aus den Ellenbogen nach oben ziehen. 15 Mal. 1. 2. 3. 4. 5. Das ist echt real hier. 6. 7, 8, ich mache mein 1:1 Training, das ich auch so im Urlaub machen würde. Und ihr macht mit. 11, 12, 13, 14, eine Wiederholung noch. 15, wow. Okay, letzte Schulterübung. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Meine Kamera ist einfach wegen Hitze ausgegangen. Also es war überhitzt. Wir waren beim vorgebeugten Schulternheben. Also wieder nach vorne und 15 Wiederholungen. Die letzte Übung wollte meine Kamera nicht mehr mitmachen. Ich glaub's nicht. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, schön in die hintere Schulter, 10, ohne Schwung arbeiten, 11, 12, 13, 14, 15 und ihr habt es geschafft. Wow, das war krass. Wir machen jetzt noch ein ganz kurzes Stretching für den Po und legen uns dafür auf den Rücken. Nehmen ein Bein über das andere und ziehen es an uns heran. Drücken das andere Bein zurück. Spüren die Dehnung im Po. Das war echt ein richtig hartes Workout, ich sag's euch. Ihr wechselt einmal die Beine. Wenn ihr das Ganze jetzt nochmal macht, dann versucht nächstes Mal ein Ticken mehr Gewicht zu nehmen, beziehungsweise legt euch auch gerne verschiedene Gewichte bereit, weil die Übungen sind ja auch unterschiedlich schwer. Also zum Beispiel für die Schultern braucht man weniger Gewicht als für die Beine im Normalfall. Deswegen ist es ganz gut, wenn ihr da auch wechseln könnt. Und dokumentiert euch ruhig das Gewicht, weil umso mehr ihr euch immer wieder steigert, umso einen besseren Muskelaufbau habt ihr halt. Das wäre doch so ein kleiner Tipp von mir. Jetzt drehen wir uns einmal auf den Bauch und drücken uns vorsichtig mit den Händen nach oben. Versucht euch noch weiter aufzurichten. Atmet schön tief ein und aus. Und wir schieben jetzt den Po langsam nach hinten. Dehnen die Schultern auf die Brust. Nehmen einen Arm zurück. Dehnen die eine Seite. Und dann speziell nochmal die andere Seite. Nun nehmen wir einen Fuß nach vorne, schieben unsere Hüfte nach vorne.
Jetzt nehmen wir unsere Zehenspitze und ziehen unseren Fuß zu uns ran. Spüren schön hier die Dehnung im hinteren Oberschenkel. Wechseln das Bein. Schieben wieder die Hüfte nach vorne. Mit der Hüfte schön nach vorne gezeigt. Und wir nehmen unseren Fuß und ziehen ihn nach hinten. Sehr schön. Als nächstes kommen wir in den Deep Seat. Da machen wir jetzt mal eine kleine Challenge. Versucht so sitzen zu bleiben, ohne nach hinten zu kippen. Und jetzt versucht mal mit dem Knie den Boden im Wechsel zu berühren. Genau, das ist auch nochmal für die Hüftmobilität. Ist auch eine gute Challenge, mal auszuprobieren, so zu sitzen. Noch zwei Wiederholungen. Und jetzt machen wir die Füße zusammen und richten uns ganz, ganz langsam auf. Lassen Arme baumeln und den Kopf. Gehen langsam nach oben. Kreisen den Kopf. Und nehmen den Kopf ruhig nochmal zu einer Seite. Mit dem gegenüberliegenden Arm nach unten. Das tut so gut gerade. Ich fühle nämlich jetzt selber auch ein bisschen ab. Das war schon echt am Limit hier in der Mittagssonne. Viel zu motiviert, die Lia wieder. Ja, typisch hier im Urlaub. Wir wechseln die Seite. Ziehen mit der anderen Hand nach unten. Sehr schön. Gleich machen wir noch mal eine kleine Balance-Übung. Die Übung kennt ihr alle. Wir stellen uns auf ein Bein, ziehen das gegenüberliegende Bein ran. Hier hilft es, einen Punkt zu fokussieren. Und einfach schön langsam ein- und ausatmen. Den Körper spüren. Ihr habt was richtig Gutes für euch getan. Jetzt bin ich schon am Wackeln. Wir wechseln die Seite. Konzentriert. Atmen. Im Hier und Jetzt sein. In diesem Moment. Atmen. Mega geil, Leute. Wirklich. Ihr könnt richtig stolz auf euch sein, dass ihr dieses Workout durchgezogen habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, vielleicht sogar noch ein weiteres Workout von mir macht. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Mal.